Ja, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, ich muss jetzt einmal kurz schauen. Okay, alles gut. Und wir können. Ups, anfangen. Yay. So, es wird gerade Nacht. Ja, ich weiß, es ist schon lange her, als ihr das letzte Mal hier Minecraft gesehen habt auf diesem Kanal. Das lag daran, dass ich jetzt in den Ferien ein Praktikum gemacht habe und wenig Zeit hatte. Und das wird einfach viel zu gut, als dass ich da jetzt was aufnehmen wollte. Da wollte ich dann lieber, ja, draußen sein. Und ich denke mal, ihr auch. Und ja, ist nicht gut bei tollem Wetter den ganzen Tag vorm Computer rumzuhängen. Da kann man besser rausgehen und irgendwas Schönes machen. Jawohl. Ja, hier Ausblick richtig schön, würde ich sagen. Ja, und wir wollten hier weitermachen, glaube ich. Allerdings brauchen wir dringendst Holz und da wollte ich mal für Sorgen gehen. Falls im Hintergrund irgendwie so ein Geplätscher ist, es ist hier ein bisschen am Regnen und das hört man leider. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem darstellen. Ja, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen doof rum wie so ein ja, behinderter Typ, aber egal. So, erstmal ein bisschen Holz holen und dann können wir gleich weiterbauen. Ja, Wolle haben wir, glaube ich, noch ein ganz bisschen. 4 Stück. Okay. Also so gut wie gar nichts. Genau, hier wollte ich Cleanstone auch als Boden haben. Hier sollte noch eine Wand rein, glaube ich. Oder hier oder sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist schon zu lange her. Ist ja jetzt auch schon Folge 47 dann, glaube ich. Und ich habe überlegt, die Teile hier rauszunehmen und hier große Fenster einfach reinzumachen. Und ich mache das jetzt einfach. Also überlegt, das hört sich so überlegt an, aber eigentlich habe ich jetzt nur 2 Sekunden drüber nachgedacht und dann entschieden, dass ich das jetzt so mache. Ja. Hier hoch und fertig. Also nicht ganz, aber ein bisschen. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Da fehlt noch Wolle und Wolle, 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 Wolle. Jo. Wolle, Wolle. Und ich würde sagen, die Außenwand ist fertig. Immerhin etwas, was wir geschafft haben. Ja. Sieht doch ganz schick aus. So, ja, hier die Treppe hoch aus Holz oder aus Stein? Ja, ich denke mal, Holz ist besser. Dann machen wir das mal. Aber na, hier drauf ist schlecht mit dem Fenster, dann müssen wir das wegmachen. Machen wir hier statt den. Ah, das ist dann auch wieder. Nee, weißt du was? Machen wir so. Wir machen das hier ein bisschen anders eben, aber ist ja egal, ne? So. Dann der hier noch weg. Und dann machen wir gleich was ganz Tolles. Nein, sind jetzt alle nach außen gefallen, ich hoffe nicht. Nein. Da komme ich nicht mehr zurück. Scheiße. Okay, 1, 2. Aber reicht noch. So. Ganz toll. Dahin. Zack, die, zack und fertig. So, dann mache ich mal. Ach, 6 Treppenstufen habe ich noch. Die hier brauchen wir ja nicht. Heißt, da muss eine hin. Ich habe jetzt leider kleinen Cleanstone. Kein Cleanstone mehr dabei. Ich mache mal eben einen Ofen und dann können wir uns ein paar backen. So, steche ich einfach mal hier neben. Muss für jetzt reichen. Und machen wir uns erstmal ein paar. Provisorisch Erde hier hinklatschen und dann. Treppe, 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 Treppe. Dann können wir die Erde hier hinter schon wegnehmen. Mit der Schaufel natürlich, damit es schneller geht. Und ja, hier schon mal. Ja. Ach, gibt's ja noch nicht. Gut. Das heißt, wir haben jetzt die Treppe verschwendet. So. Dann machen wir es ganz einfach so, so, so. Das sieht scheiße aus da oben. Aber psch, sagt's keinem.
So, das ist schon besser. Ja, muss gehen. Und hier unten kann für immer Erde bleiben. Das ist auch immer Schönes. So. Ja, jetzt müssen wir auf die Steine hier warten. Die ersten sollten fertig sein, genau. Und dann sieht das hier später alles so aus. 3, 4, 5, 6. Ja, das ist. Ich würde sagen, das ist okay. Das kann man so lassen. Ja, wie viele Steine sind noch fertig? 2. Passt hier auch noch genau hin. So. Finde ich schön. Schön. So halbwegs. Wobei. Ach, das lohnt sich nicht, den wegzuhauen jetzt. Machen wir so. Dann haben wir hier so. Die Tür in der Ecke. Ach, scheiße, da kommen wir nicht mehr hoch. Mist. Gibt's hier Top Slabs? Ich glaube nicht. Also kommt das hier doch wieder weg. Und das muss eigentlich auch. Der muss eigentlich auch weg. So, ne? Dann können wir den da hinsetzen. Oh Mann. Egal. Das muss jetzt erstmal so bleiben, leider. Ja. Also hier geht es dann schön hoch. Und hier ist die Terrasse. Und dann kann man von der Terrasse aus wieder reingehen. Weil das sonst hier viel zu knapp wird, oder? Ja, doch, das wird sonst viel zu knapp. Dann lassen wir es hier einfach so offen mit so einer Art Glastür. Und das muss passen. Das muss gehen. So, dann mache ich erstmal wieder die Ecken. Wir hatten ja wirklich nur die Ecken aus Holz. Hier eine Ecke, da eine Ecke. Da und da. Und das war's. Okay, so. Ich habe ein Wolle noch. Das bringt mir so mal überhaupt gar nichts. Wobei das ja jetzt hier auch wieder eine falsche Höhe ist. Oh Mist. Ich weiß, was ich machen kann, schon mal als erstes, dass wir das Dach nur hierhin machen. Das heißt, das hier ist alles so eine Art Garten on top of the world. Also, hey! Ach, das war hier ja das Problem mit den Zäunen. Wenn man hier nichts hingestellt. Zumindest da hinten. So, steht da ein Block neben? Funktioniert's. Steht da kein Block? Funktioniert's nicht. Nimmt man einen weg? Funktioniert's nicht. Block dahin. Zaun wieder dahin. Und da müssen wir uns was überlegen, wie wir es machen. Ja. So. Das heißt, der Zaun geht dann. Ach, der Block musste da bleiben. Stimmt ja. Mist. Das war mein Fehler, tut mir leid. So, dahin wieder. Und dann sollte das gehen. Ja. Muss gehen. Nicht sollte. Muss. Okay. So, das heißt, das hier ist alles noch Garten. Hier kommt dann auch so ein bisschen Zaun drum. Ja, mal schauen, ob es funktioniert, wenn ich jetzt hier den Zaun wegnehme. Ob wir dann hier einen Block hinsetzen können. Vielleicht bleibt es ja da. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So. Also bisher sieht alles gut aus. Und da müssen wir gleich mal schauen, ob es das auch so bleibt. So, du. Ich gehe nochmal runter. Und dann können wir nochmal raufgucken. Nee. Ja, was ich noch sagen wollte, warum es so lange jetzt wieder nichts gab, lag einfach daran, Ferien, schönes Wetter, ich selber hatte viel zu tun und ja, alles in allem keine Zeit und bei dem Wetter auch wirklich keine Lust, bei so gefühlt 60 Grad im Zimmer da noch einen PC anzuschmeißen, das wird warm und ich glaube, das möchtet ihr selber auch nicht, also entschuldigt das bitte. Aber sonst, jetzt geht's hoffentlich immer wie gewohnt weiter. Das sieht eigentlich ganz cool aus. So muss ich an den anderen Ecken auch noch machen.
Ja. Mal schauen. Dann jetzt hier hoch ein paar Bäume noch hacken. So. Okay. Nächstes hier. So. Das passt auch. Und dann noch den nächsten Baum. Holzhacken. Ja, ich werde jetzt gucken, dass die Videos wieder regelmäßiger kommen. Allerdings werde ich das jetzt nicht mehr nach so einem, ja, strikten Upload-Plan machen, sondern ein bisschen offener gestalten. Das bedeutet, das war gerade eine Nachricht, also E-Mail, Entschuldigung. Ja, ich werde es offener gestalten. Das heißt, ich werde einfach sagen, so, ja, wahrscheinlich montags, mittwochs, freitags und samstags oder sonntags, das weiß ich noch nicht genau. Mache ich auf jeden Fall nochmal eine Wochenübersicht zu, beziehungsweise eine Ankündigung. Kommt halt immer ein Video um 15 Uhr oder 16 Uhr oder 14 Uhr, ja, wie auch immer. Und ja, was es dann allerdings ist, das werde ich euch dann vorher nicht sagen. Also ich werde es dann in den einzelnen Videos sagen, ob es denn jetzt Retro-Minecraft wird, ob es denn jetzt Show-Minecraft wird oder irgendwas anderes. Ich habe noch vor, Limbo jetzt bald mal als Let's Play hochzuladen. Und worauf ich mich schon sehr freue, was ich eigentlich am Anfang schon machen wollte, ein Let's Play Minecraft. Und ja, das dann in der Version 1.8.7 Vanilla komplett, also ungemoddet, nur mit Optifine halt drin, dass man so ein bisschen noch, ja, mehr einstellen kann von wegen Performance und so. Ja, das wird ganz gut, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Das werde ich in nächster Zeit versuchen. Und ich werde die Videos so um die 15 Minuten immer halten, einfach damit es nicht zu viel Aufwand wird, gerade neben Schule und allem. Ich mache jetzt, ist jetzt das letzte Jahr, in dem ich Abi mache auch. Und da wird es halt mit dem Lernen und so dann doch immer noch mehr. Und da hat man einfach nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen, wie jetzt beispielsweise letztes Jahr, wo ich dann doch auch mal viel mehr Zeit, Freizeit hatte. Nur jetzt, der Stundenplan wird auf jeden Fall nicht mehr so frei sein. Also viel voller sein mit mehr Freistunden zwischendurch, heißt längere Schultage und so weiter. Und dann abends noch was machen. Nee, danke. Irgendwann reicht's dann auch. Ja, und sonst muss ich schauen. Also ich mache so viel wie geht. Falls mehr geht, geht mehr. Falls nicht so viel geht, geht nicht so viel. Das wird die Zeit anzeigen. Jo, ich gehe nochmal hoch. Ich wollte nämlich nochmal schauen, wie es bei uns aussieht mit Rohstoffen. So, oh, 11 Eisen. Das ist gut. Also das wusste ich nicht mehr. Ich bin gerade so ein bisschen Kinnlade auf dem Boden. Ja, egal. Ach genau, hier oben wollten wir auch noch ein Lager oder sowas machen. Wobei hier kommt dann das Elternschlafzimmer. Also das. Keine Ahnung. Egal. Das große Schlafzimmer hin auf jeden Fall. The Major Bedroom oder wie auch immer man es nennen will. Aber dauert halt noch ein bisschen mit den Versionen, bis es Betten gibt und so. Doch, gehen wir mal runter. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier unten nochmal so ein bisschen rum, gucken mal, ob wir noch was ausgelassen haben. Und ansonsten gehen wir dann ab in eine andere Höhle, die wir uns noch suchen können. Dann würde ich sagen, danke sehr fürs dabei sein. Ich hoffe, es gefällt euch jetzt wieder, die Videos zu gucken. Und dass es demnächst halt hier auch regelmäßiger wieder Videos gibt. Da werde ich mich drum bemühen auf jeden Fall. Und wenn es irgendwelche Kritik gibt oder irgendwas anderes, bitte ab damit in die Kommentare. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.